wir reagieren auf die wahrscheinlich geilste Folge von Seven vs. Wild. Was ist das? 13. Mit der Thematik verlassene Siedlung. Ja, dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, lasst uns direkt reinstarten in die neue Folge. Dann machen wir es mal am Tag 8, Bro. Es ist so krass, ne? Danach kommen noch 3 Folgen und eventuell noch 6 Tage ab jetzt. Also falls jemand die 14 Tage geschafft hat. Ich glaube ja, die haben fast den gelben Knopf gedrückt. Ich glaube, ich weiß ja nicht, was kommt. Wie kommst du da? Hä? Ich sage nur, ich glaube. Kannst du in die Zukunft sehen oder was? Wird eh nicht kommen. Romatra hat da richtig, der war so piss. Romatra kam sonst oft bei so Büschen nicht durch, wo man niemals lang gehen würde. Das geht gar nicht. Das ist so, als würdest du dauerhaft, als würdest du über 200 Zäune klettern irgendwie. Und das, er war so piss, der ist da einfach durch. Also er hätte sich auch komplett verletzen können. Ganz krank. Romatra hat da ultra nochmal durchgeprescht. Ich kann nicht mehr. Riesenrespekt. Das ist pure Survival. Randblase, die so richtig wehtut. Auch noch rechts, damit ich alles greife. Boah, ist das nervig. Das ist ja richtig belastend, so eine Brandblase. Mhm. Uah, die war so kacke. Die hat sich noch so entzündet, das Scheißviech. Vor allem durch diese Feuer- oder Feuerfest- oder hitzebeständigen Handschuhe. Ich hab's in den letzten Folgen schon immer gesagt, ne? Die Jungs sind am Malochen, Alter. Wirklich, also mein Respekt, Digga. Die haben halt einen ganz anderen Ansatz gewählt, als wir es getan haben. Wir haben halt versucht, einfach so lange wie möglich zu machen. Digga, die haben versucht, so viel wie möglich zu machen, egal was ist. Ja, also da kurz mein Feedback, vielleicht verstehe es komplett, weil die müssen ja schauen, wo noch wegen was ist, weil ja, Süßwasser und Futter wollte ich schon sagen und Fische und so wollen die natürlich auch suchen und finden, was ich absolut verstehen kann, aber natürlich so eine Wanderung sorgt erstens mal sehr viel Energie und man sollte halt schon, wenn man sich nicht sicher ist, wie man zurückkommt, schon noch vor der Flut zurückgehen, nicht, dass dann vielleicht echt man komplett abgeschotten ist und dann kommt der Regen und man kommt in eine Notlage, also nur jetzt für Survival für euch, aber im Nachhinein ist man immer schlauer und die wollten ja weiter raus, viel weiter mussten die ja gehen, die wussten ja, dass die Flut kommt, sie haben ja auch damit gerechnet, aber wahrscheinlich halt nicht damit, dass dann durch den Wald durch wieder so schwer ist durchzukommen. Also ja, im Nachhinein ist wie gesagt immer schlauer und ich glaube, es war für die ja trotzdem die richtige Entscheidung und alles zu erkunden, damit sie einfach sicher gehen können, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Lachsbecken da irgendwo in der Nähe ist oder ein Fluss, den sie verpasst hätten und von dem her, ja. So, also guck mal, wie modrig die Hose ist im Hintergrund. Das schon mal. Und das ist jetzt ein bisschen nervig hier, aber... Das ist so geil. Ich hatte so Schiss vor Mücken, aber Dominik hat alle Mücken immer getankt, Bro. Früher hatte der so 20 Mückenstiche und ich so vielleicht einen oder so, wenn überhaupt. Ich sag nur Picaldi-Hose, S-Bahnhof Neukölln. Das ist der Style, Alter. Das ist der beste Style. Nehmen wir an, du hast so einen richtigen, miesen, scheißdünnen Schiss. Dann wischst du einmal ab, dann ist das Ding komplett voll mit Scheiße und dein Arsch immer noch. Dann faltest du das einmal, wischst nochmal durch. Wieder das Ding komplett ruiniert und wenn du Pech hast, bist du immer noch voller Scheiße. Was machst du dann? Ich habe immer im Wasser geschissen, dann kannst du das direkt ausspülen und direkt wieder benutzen. Ich bin am Essen. Na gut. Sorry, na, gerade fürs Unterbrechen, aber seht ihr seine Lippen? Der braucht Wasser, der Junge. Also dem geht's gar nicht mehr gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier keine Pickel sind, sondern die, weil die direkt im Wald sind und halt da so ein kleines Gewässer haben, wo die Mücken gerne ihre Eier legen. Und im Salzwasser, die Mücken weniger verteilt sind am Salzwasser direkt. Das bedeutet, ich glaube, dass die Jungs hier viel mehr mit Mücken zu kämpfen haben als alle anderen. Und ich glaube, das sind einfach derbe viele Mückenstiche, die der Junge da abbekommen hat, weil seine Arme und so auch voll waren. Ne? Die Pisse ist so tief, gell, Digga. Das ist wie Fanta. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das ist noch nicht die Scheiße, Digga. Schlimmer. Oh, das war bei uns auch das Problem. Da hatte ich mir auch Angst. Die Pisse war braun wie das Wasser. Braune Pisse. Als würdest du aus dem Schwanz dünn scheißen. Ganz, da hat man irgendwie Angst. Da hatte ich Angst. 7 Teams, 14 Tage, wer schafft es zuerst Nierensteine zu bekommen? Seven vs. Nierensteine war das. Nicht, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Ich fange jetzt an. Viel Spaß. Ich verstehe nicht, warum so eine Szene drin gelassen werden. Also diese ganzen, also ja, dass man sagt so, man geht jetzt kacken, es mag an Tag 8 jetzt auch noch was Besonderes sein, weil aber gab's da nichts anderes mehr? Muss ich hier jemand mit dem Scheißen zuschauen, ey? Hier schreibt einer Blätter nehmen. Blätter nehmen. Nimmst du das Blatt hier oder willst du das Blatt hier nehmen? Hier sind auch noch Blätter, die sind so 2,5 Zentimeter groß. Digga, wir hatten da, ich glaube, das wurde gar nicht so richtig gezeigt, aber wir hatten da einen Donnerbalken im Wald, der war da schon so direkt, der war so direkt quer. Viel Luft. Da konnte man sich perfekt hinsetzen, ja. Ist das. Ey, ich saß bei mir zu Hause auf dem Klo. Für mich ist es normalerweise auf dem Klo 100%ig safe. Ich spiele Clash of Clans. Wir sind schon
alles abgebaut, auch der WLAN-Router raus. Ich sitze auf dem Klo mit meinem iPad, will Clash of Clans spielen, kein Internet. Handy ist nicht da, um mir einen Hotspot zu geben. Ich sitze da. Ich muss halt trotzdem dann noch 5 Minuten rumsitzen und am iPad chillen. Ich habe dann einfach das Fotoalbum durchgeschaut, so einfach alte Bilder angeschaut. Du musst auf dem Klo, das ist Gesetz, du musst da einfach noch ein bisschen chillen. Du musst da einfach ein bisschen, du kannst nicht scheißen, abwischen und wieder gehen. Du musst da einfach mal kurz chillen. Hey, wer hier mal aus der Wildnis entstehen kann, wurden das extra SD-Karten. Toll. Sascha kriegt eine Folge mit einem Shoutout im The Seven vs. Wild. Die kriegen eine Podcast-Folge mit Shoutouts in der Serie. Ich habe auch einen Podcast, ich hatte auch Geburtstag. Nichts bekommen. Die Bären abspült, wir wollen die nochmal ein bisschen säubern. Boah, wir haben die einfach so gefressen. Was weiß ich, da abzubekommen. Ja, einfach rein ins Maul. Ich hole jetzt hier einen Stuhl hin, so zumindest die Mission. Werd jetzt. Ich glaube, wenn die Bären hoch genug sind und da keine wilden Tiere unbedingt rankommen, ist es auch nicht so schlimm, aber not sure. So, dass man so eine geile Sitzposition hat, denn, was haben wir heute, Tag 8, ne? Man ist schon ein bisschen schlapper. Das ist aber auch, wenn man so länger draußen ist, sich ja. Da mal irgendwo ordentlich anlehnen können, das ist richtig ne? geil. Das ist es, Alter. Das ist es so richtig. Den hier, keine Ahnung, nach links spannen. Finde ich geil, dass sie noch neue Sachen basteln oder sowas, schon an Tag 8, wo ja eigentlich die Energie gut raus ist. Geil. Schon ein paar. Aber die Scheißviecher hat jedes Team. Kein Team macht die sich. Jedes Team hatte von diesen Krebs unendlich. Aber ihr habt kein Kochgefäß. Ja, das stimmt. Aber unterschätzt mal nicht unsere heißen Steine. Das hätte die Krebse auch gut abgefuckt. Ich bin mal gespannt, ob sie noch einen zweiten bauen oder ob sie sich immer abwechseln müssen. Weil wie viel, alle 20 Sekunden. Wir haben es eben schon gesagt. Aber wie viel wert so eine Lehne ist, Alter. Das ist so krank. Und jetzt? Voll gut getarnt. Da könnten 10.000 Menschen dran vorbeigehen und keiner würde erkennen, dass das ein Stuhl ist. Super smarter Tarnanzug drüber gelegt. Er ist tatsächlich, also so ein Stuhl, auch gerade für Hannah zum Beispiel, die ja häufig, das wird in der Show gar nicht richtig thematisiert. Wir haben es auch gefilmt und das sieht man sicherlich später, wenn da ungeschnittene Szenen nochmal veröffentlicht werden, wo ich Hannah wirklich eigentlich jeden zweiten Tag wirklich gut durchgeknetet habe, manchmal eine halbe Stunde lang da durchmassiert habe, weil sie wirklich, das find ich diese Leistung von Hannah auch nochmal umso stärker, weil das eine Frau ist, die halt dort durchzieht mit kranken Rückenschmerzen, also da ging es zwischenzeitlich ihres Rücken wisst, was ich meine, halt einfach nicht so gut und was das für so ein Upgrade ist, einfach einen Stuhl zu haben, auf dem du sitzen kannst oder eben ein gutes Bett. Wir haben halt auch von Anfang an viel mehr Wert auf dieses Moosbett, auf so ein richtig geiles Bett gesetzt, als auf den richtigen Shelter, weil wir halt dachten, okay, der zieht Energie, wo es jetzt natürlich auch Leute gibt, die sagen, oh, der Shelter von den Mädels ist nicht so krass. Das wissen wir, dass das jetzt nicht der Bambus-Shelter überhaupt ist. Bambus-Shelter? Komm. Ihr wisst, was ich meine. Aber gerade für solche Situationen ist es halt enorm geil, weil der Rücken, der hat es besser als weiß ich nicht, als wie wenn du da halt jetzt kein Bett hast, ne? Boah, sowas zum Anlehnen hätte ich auch gerne gehabt, Alter. Das hat bei uns irgendwie nicht so richtig hingepasst. Ich hätte nicht gewusst, wo wir das hätten machen sollen. Aber, also ans Shelter hätte man vielleicht machen können, aber ich glaube, bei unserem Shelter wäre das vielleicht zusammengebrochen oder so. I don't know, wir wollten das nicht unnötig belasten, you know. Ich habe mich da einmal so festgehalten und da ist ultra viel Moos auch runtergefallen. Dann haben wir gesagt, wir fassen das Ding nicht mehr an. Ist das Bett geil. Also, ich weiß nicht, ob das komisch ist, aber ich bin voll stolz auf unser Bett. Ja. Das ist auch mega. Da jetzt unbedingt darauf zu achten, dass das in der Mitte des Bettes ausgelegt wird, umso mehr, weil da hat man am meisten Druck. Ihr kennt das vielleicht von eurem Bett zu Hause, dass man da immer so einzig, zumindest bei mir ist so definitiv so, da ist richtig schon ein Loch drin, eine Mulde drin. Und deswegen habe ich auch so ein Seitenschläferkissen, das ich mir so zwischen die Oberschenkel reinklatsche, damit man da in einer schönen geraden Linie im Bett liegt und nicht so, wow, und wieder geradeaus, also, und dann komplett verspannt aufwacht. Und deswegen, das kann ich wirklich sehr empfehlen, so ein Seitenschläferkissen. Man kann auch einfach ein normales Kissen zwischen den Oberschenkel einspannen, wenn ihr seitlich schläft oder ein Polster, was weiß ich, oder eine Decke. Einfach zusammenfalten rein, ist tippitoppi. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich bin immer noch der Meinung, das Bett sieht unfassbar eng aus. Aber gut, die Mädels sind jetzt halt auch nicht so breit wie jetzt ein Dominik, ne? Also halt zwei Mädels sind halt ein Dominik. So ist die Rechnung, glaube ich. 2x gleich y. Aber krass, die liegen da zu zweit in dem Bett jetzt. Wenn sie das Bein so ein bisschen rausgibt, ist sie schon auf der anderen Seite des Bettes. Das heißt, ich glaube, die kuscheln wirklich, die beiden.
Die machen sich richtig gemütlich im Schlafsack und kuscheln. Fühlen sie sich sicher? Oh, stimmt. Wir haben den Stuhl fertig gebaut. Die Bären spenden lange nicht so viel Energie wie die Schnecken gestern. Und da hinten schon fleißig am Trinken. Ja, check ich. Die Bären haben bei uns gar nichts gebracht, finde ich. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Happy Birthday to you! Sehr cool, sehr cool. Meine Haare brennen, das sieht aus, wie mein Kopf brennt. haben die mit einberechnet in die Reaction. Ja, sehr cool. Hat jetzt 4 Monate gedauert, bis mich die Glückwünsche erreicht haben. Aber ich freue mich, sehr cool. Geil, dass sie daran gedacht haben. Weniger unangenehm als das von Rumatra, auf jeden Fall. Dankeschön! Dankeschön! Wir hoffen, euch geht's noch gut, dass ihr noch drin seid. Und dass ihr diesen Geburtstag auf eurem wunderschönen Spot genießen könnt. Ja, wir denken an euch. Tschüss! Machen die nicht echt, Freunde? Zünden die das Ding an, denken die an uns? Ich glaube, ich habe damals schon bei der am Anfang der Streams, wo ihr mich nach den Meinungen der Teilnehmer gefragt habt, wie ich die so finde, was ich so zu denen denke, habe ich ja euch sehr authentisch einfach meine Meinung gesagt, auch Paulina. Und ja, habe mich tatsächlich nicht getäuscht bei den beiden. Also die sind einfach so herzensliebe Menschen, da muss man denken, Freunde. Du bist in einer Ausnahmesituation, ist Tag 8 und du hast nichts gegessen, duscht, alles volles Programm und du denkst einfach daran, dass 2 Teilnehmer heute noch Geburtstag haben, opferst deinen Zunder, den besten und dann zündest du den an und singst einfach ein Ständchen und das finde ich einfach wirklich, das zeigt doch, wie krass sozial und wie herzensgute Menschen die beiden sind, die beiden Mädels und ja, ich kann nochmal Danke sagen hier an dieser Stelle, falls ihr das seht. Auf unserer Wiese schöne Gespräche geführt. Jetzt. Wir haben keine Wiese, wir haben nicht einmal eine Wiese gesehen. Wir sind 6 Kilometer der Küste lang gelaufen, wir haben keine Wiese gesehen. Folgendes. Ey, sowas habe ich früher als Kind so oft gemacht. Ich war immer draußen, immer in so Mooren unterwegs. Ey, wir sind da so oft auch reingefallen, ne? So nach der Schule nicht nach Hause, erstmal ins Moor und im Wald spielen, über so ein Ding gehen, Freund geht vor, fällt voll rein mit Ranzen und alles, muss dann nach Hause, kriegt zu Hause total Ärger, wirst angeschrien, du stinkst nach Morast, ich hab einen Lachkrampf und so, selber auch mal reingefallen, also das war schon echt wild. Bro, immer gemacht, wenn wir über so Sachen drüber gestiegen sind. Immer an so einem Ast festgehalten, der so überwackelig war. Als würde es irgendwas bringen. Als könnte man irgendwas machen damit, Bruder. Real Talk, wenn der Gleichgewicht verliert, dann bringt dieser Stock überhaupt nichts. Der bringt überhaupt nichts. Sascha! Fürs Mental, ja, komplett. Nur fürs Mental. Ich weiß nicht, das ist einfach... Knossi muss einfach nur dastehen, so 2 Sprüche bringen und es ist einfach schon Unterhaltung pur. Die tragen die Staffel auch schon wieder sehr. Wie Saschas Hand aussieht. Wie viel Pflaster mit zu haben, ja. Ey, das Ding festzuhalten ist auch so fies, ne? Man denkt, man hat Sicherheit, hat man aber nicht. Lass es los. Also. Ja, das kam jetzt schwer nachvollziehen, ist natürlich gecuttet, aber es war ganz schön tricky, darüber zu kommen, sag ich euch. Ziemlich, ziemlich viel Kletterei, Äffchen und Dreck. Krass. Schaut euch mal an, was wir hier für Bären haben. In sowas haben wir vermieden, weil wir dachten, dass da zu viele Tiere lang gedüst sind und irgendwie, weiß ich, gegengepisst haben oder so, you know? Dass da irgendwie, weiß ich nicht, Ferdi Fuchs, der Mini-Fuchs da vorbeikam und da mal irgendwie aktiv, weiß ich nicht, seinen Dünnschiss gegengeknallt hat. Schaut. Das wurde uns im Briefing gesagt. Wir sollen keine Beeren essen auf Kniehöhe oder tiefer. Tiefer, weil dann, wenn da jemand hinkackt, kriegst du Würmer oder da ist Pisse dran und du kriegst übertriebene Infektion. Nur ab Hüfthöhe Beeren, wurde uns gesagt. Schaut euch mal an, was wir hier für... Wir haben vernünftig. Eine... Boah. Das ist so. Gut. Hier im Chat kam jetzt auf Boden, hast du aber auch Fuchsbandwurm. Ist in der Tat weniger krasses Angstmachding, als es eigentlich ist. Also ich glaube, wenn ich mich nicht recht entsinne, sind irgendwie über 90% aller Fälle von Fuchsbandwurm in Deutschland auf Haustierbesitz zurückzuführen. Also, dass sich die Besitzer das irgendwie von ihren Hunden ziehen. Das googelt das mal. Googelt mal Fuchsbandwurm. Das ist wirklich so ein Mythos, sage ich mal. Ja, also tatsächlich. Klar, kann passieren, aber ist wirklich sowas von minimal kleines Risiko. Mhm. Da kannst du wirklich, also wie gesagt, da bist du schlimmer dran, wenn du irgendwie einen Hund hast. Ja, das ist auf jeden Fall eine anständige Menge, Alter. Ja. Seht ihr? Also das ist so, irgendwie der strahlt trotzdem die gute Laune aus, obwohl ich das Gefühl habe, dass der sehr erschöpft langsam aussieht. Seine Hand halt einfach irgendwie halb kaputt. Ich mag den Sascha sehr, sehr gerne und ich finde es krass. Das ist, glaube ich, einfach eine sehr starke Person, die halt... Mir sagt es, warum auch immer, habe ich das Gefühl, so in ihm drin, ist jetzt gerade nicht so mega geil, kann total falsch sein. Aber der trotzdem diese gute Laune beibehält. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich richtig damit bin, weil, mein Gott, der Mann ist es gewohnt, jeden Tag super viel zu essen. Und jetzt plötzlich
kriegt er einfach nichts mehr. Also der kriegt mal so einen kleinen Fisch oder so, mal so ein paar Beeren, aber das ist natürlich was ganz anderes. Digga, Saschas Hände mittlerweile, der hat sich einfach jedes Mal, wenn sie angeln und einen Haken rausgeholt haben, in die Hand geschnitten. Digga, was sind das für Hände mittlerweile? Und wir haben so nebenbei ihm auch ein bisschen genascht, muss man auch sagen. Jeden Tag. Okay, ich bin gespannt. Aber bevor wir aus dem Paradies gehen... Das gibt's doch nicht. Ja. Oh, Alter, das gibt's geil. Doch nicht. Geil. Ach, Digga. Was zum Fick? Das kann ich jedes Mal? Ja. Oh, was? So krass, wie die Fische, es ist krass, wie die da rausholen, ne? Aber ich frag mich, sind die denn da so lange drin, dass sie schon so tot oder so sind? So, kennt ihr jetzt, wenn man Fische rausholt und die so übelst am Zappeln sind? Ich habe das Gefühl, die haben sich da einfach schon selbst irgendwie erhängt oder so. Fisch count 8 Fische. Wow. Das ist doch scripted, ne, ist es nicht. Was ging hier ab? Nee, ist es nicht, aber holy shit. Also es hatte halt keiner sonst. Hatte sonst irgendwer noch einen Spot, wo man hätte angeln können? Ich glaube, nein, oder? Ich glaube, das war der einzige Spot, wo man angeln konnte. Jedenfalls den Umständen entsprechend. Also angeblich hätte man bei uns auch angeln können. Digga. Also das Einzige, was da gelebt hat, ist, weiß ich nicht, die Kotze, die Dominik da ab und zu ausgespuckt hat, wenn er sich da übergeben hat. So Schultern, Nacken, Rücken, vordere Schulter. Am Ende war ich immer noch fett und schmal. Also ich sah danach beschissener aus als davor. Also wirklich jetzt mal. Wenn ihr das als Abnehmtrick verwenden wollt, benutzt das nicht. Ich habe nur Muskeln verloren und hatte immer noch eine Plauze und Männertitten, Alter. Das war also Vollkatastrophe. Ist das eine Pose, die auch oben schwimmt irgendwie? Keine Ahnung, sieht so aus mit so einem fetten Seil. Was die da alles gefunden haben schon, das ist echt enorm. Mittlerweile echt, das T-Shirt ist so dreckig. Mmh. Man ist so am Stinken. Lecky. Bro, ich muss sagen, ich habe mich gar nicht mehr gerochen, auch Dominik nicht. Ich würde am liebsten einmal waschen, aber... Wald drinne waren Mücken mit richtig fetten Mückenstichen. Vorne am Sand war es windiger, da waren die normalen Mücken nicht, da waren nur diese Sandmücken. Die stechen dich, die beißen dich so komisch, dass du so Hautrötung hast. Kannst du so ein bisschen eher so mit... Ja, wohl, kennt ihr das, wenn ihr von Sandmücken gestochen werdet? Die sind so wie, ja, ein bisschen nicht so ganz so schlimm wie eine Bremse, aber schon richtig Abfuck. Also es juckt nicht so sehr, es kratzt nicht so sehr, aber es tut einfach mehr weh. Wie so ein Ameisenbiss. Wurde mal von einer Ameise gebissen, von einer giftigen? Das ist schon scheiße. Brennt wie Hölle, nervt bei jedem Schritt. Das war so der größte Abfuck, ne? Digga, ich hab da gefühlt heute noch eine Narbe von. Mir ist einfach mal zwischen den Schenkeln einfach das übertrieben weggeschimmelt, der Körper. So, hier will ich eine Tasse machen. Ich glaube, das haben wir gar nicht angesprochen. Aber ich hatte während Seven vs. Wild, dadurch, dass wir die ganze Zeit dasselbe halt anhatten und auch, wie Max gerade gesagt hat, halt auch so geschwitzt haben und so, hat sich irgendwann auf meinem ganzen Körper so ein Ausschlag gebildet. Also ich hatte überall, so Ausschlag und so wie so kleine Pickelchen oder so, aber es war halt nicht zum Ausquetschen, es war einfach so, es war überräulich, Digga. Ich weiß gar nicht genau, das war alles voll. Haben wir im Stream gesehen. Stimmt, habe ich euch gezeigt, als ich zurückkam, ja. Da war noch alles voll, aber es war viel schlimmer. Es war viel schlimmer noch, Bro. Da war alles voll mit, Bruder. Mein ganzer Oberkörper war alles, war richtig räudig. Wait, was hat er jetzt? Eine Schale? Das heißt, ich müsste das Ding mal geil schon, durchsiegen. Ne? Oh Gott. Aber ist ja gut weit gekommen mit dem, was er da ausgebrannt hat, ne? Mhm. Schön akkurat auch, ne? Schön rund. Da wird er wahrscheinlich immer zwischendurch geschnitzt haben und so weiter, aber hat man. Ich denke mal, wird es gefilmt haben, aber es wird wahrscheinlich wieder nicht in Schnitt gelandet sein, leider. Es ist ja was Buschkräftiges, es wird nicht gezeigt. Ich glaube, er baut unbewusst eine Kuxertasse. Ja. Wahrscheinlich. Ich dachte, er wollte eine Schüssel bauen. Ja, wahrscheinlich. Hat er auch gesagt. Ja. Aber ich glaube, er hat dann relativ schnell gemerkt, dass es jetzt auch reicht. Ja, geil. Das dauert halt auch, ne? Aber ja. Es ist mega. Auch schön smooth. Ja, ist schon nice. Ja. Einer hat geschrieben, ich find's schon ziemlich lustig. Hätte er reingekackt, wäre sicher gezeigt worden. Tatsächlich wahrscheinlich wirklich. Hey, vielleicht kommt das noch. Jawohl, Teamarbeit. So ist es. Oh, wie gut es jetzt funktioniert hat. Hey, richtig gut. Voll gut. Das ist krass. Digga, geil. What the fuck? 10 Stunden Handarbeit drin. Ultra geil. Ist ein Krug. Wie cool. Tasse oder Schüssel wird's nicht. Ich hab das noch nie gemacht. Ich hab das nur von irgendeinem Spanier gesehen. 20 Holztipps im Survival Bushcraft, die man anwenden kann. Mit Glut und Batonieren. Ich versuche jetzt hier noch ein Loch reinzumachen in den Henkel. Das ist die perfekte Rund durch die Glut.
Zwischenergebnis? Was hat denn da Max für einen Stundenlohn? 100 Euro? 200 Euro? 1000 Euro? Also die Tasse wird schon einiges kosten, wenn die versteigert wird. Und betoniert. Das Vermögen ist auch gut. In der Mitte ist super rund und toll. Krass. Ein cooles Ding, hat schönes Teil. Wie akkurat runter, das ist schon nice, ey. Ultra geil. Ich finde das mega geil. Boah, wie gesagt, also ich weiß, es klingt so, als ich würde es mir, glaube ich, selber auch nicht glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Aber könnt ihr Dominik fragen, bei uns gab es wirklich nicht so geiles Holz zum Schnitzen, leider. Hätte ich sehr gerne auch gemacht, Bro. Also wirklich, ich hätte alles, also ich denke mir das nicht aus, ich hätte das safe gemacht. Ich habe halt so Stöcke einfach so, wie sagt man das? Ich habe halt so die so schon so geschnitzt, aber halt so einfach kaputt gemacht, so, weil die scheiße waren, Bro. Das waren so kleine Stöcke, Bro. Das war das Einzige, was sinnvoll war. Wir hatten leider echt nicht so geiles Holz wie da. Ich habe da möglicherweise auch das eine oder andere noch gebastelt bei Seven vs. Wild und wenn, das ist enorm, ey. Das, damit verbindet man einfach echt eine krasse Zeit. Wow. Wasserfest. Sehr, sehr stark. Sehr, krass, sehr stark. Hat ultra gebockt. Geschnitzt, gesehen. Trimax wird es niemals sehen, was ich sag, aber geil, geil, geil gemacht. Das ist wirklich eine 10 von 10 und gerade auch, weil du sowas vorher einfach nie gemacht hast, wie du schon sagst, Messer etc., keine Ahnung, halt nicht kennst. Das ist krass. Alter, der baut da halt einen Krug hin oder eine Tasse. Nicht schlecht. Wirklich, da kann man stolz sein. Also das muss man auch einfach mal Respekt aussprechen, das ist stark. Hat auch kein anderer gemacht. Saulässig, oder? Da hat keiner gerechnet. 10 Stunden hast du gebaut. Ja, am Ende so 10 bis 12 Stunden, bis alles fertig war. Hast du die noch? Ich bin jetzt ja umgezogen, aber ich könnte... Nee, die ist leider nicht hier. Verarscht, sie ist hier. Hier ist das Ding. Das war leider Treibholz und trocken. Und als das komplett getrocknet ist, hat sich das Holz wahnsinnig doll zusammengezogen. Die ist nicht mehr wasserfest. Es ist komplett aufgesprungen, also richtig dick aufgesprungen durch die Trockenheit in Gebäuden. Aber das Grundkonzept steht noch. Noch sauber gemacht da vor Ort. Hier auch noch die Kohle ausgekratzt und ausgespült. Vielleicht mache ich das gleich noch im Video. Ultra geiles Andenken an Seven vs. Wild. Und ja, wie geil, dass das hier ist noch, ne? Geile Erinnerung, ja. Aber wir machen jetzt die Seiten, oder? Wir haben gerade noch mal kurz uns ausgeruht und man muss... Digga, sieht aus wie ein Pirat gerade. Also, die letzten zwei Tage sind wirklich... liegt hier dieses Ding gar nicht auf diesem Holz, wie es eigentlich geplant ist, sondern auf dem Tripod. Das geht nicht. Wir werden es jetzt gleich nochmal hochheben. Das geht gar nicht. Fixen. Nicht, wenn da zwei deutsche Ingenieure an dem Ganzen hier arbeiten, Freunde. So aber nicht. Nee. Da wird nicht gefuscht. Da wird nicht gefuscht, das wird nochmal repariert. Was würdest du sagen, hier so? Ja, einfach ab. Einfach ab, ist mir doch egal. Ja. Oh, das ging überraschend schnell. Zwar, wenn man, also wir hätten dieses, jetzt so vom Optischen hätten wir das Moos ein bisschen cleaner machen können. Und es wäre natürlich geil gewesen, wenn das Moos grün gewesen wäre, nicht so hässlich gelb. Ansonsten finde ich übel geil. Ich mag meinen Schilder oder unser. Boah, Alter, stell mal vor, das bricht jetzt einfach in der Mitte durch, wie sich das da, also es biegt sich nicht doll, aber schon ein bisschen. Stell mal vor, das bricht durch, oha, nein, diese mental... Ist scheiße jetzt. Ja, Bro, in einem Shelter, wo man schlafen soll, muss man da jetzt gleich, muss man stehen und irgendwie, weiß ich nicht, 4 fucking große Ikea-Kisten noch irgendwie, da irgendwie irgendwo in ein Regal reinmachen können. Bruder, wir sind in der Wildnis, ja, was sollen wir da sonst machen? Wenn wir stehen wollen, haben wir, weiß ich nicht, 3 Milliarden Hektar Wald vor uns. Da können wir überall stehen, Bro. Warum müssen wir in unserem Shelter stehen können? Sind wir Joey Kelly, Bro? What the fuck? Sie Dicks. Mit den Teams, die jetzt da waren, würde es einfach niemals jemanden geben, der uns abholt. Wer hätte am längsten überlebt? Oha, so richtig radikal. Mal gucken, wer stirbt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Sascha und Knossi sicherlich am längsten überlebt hätten. Die haben Fisch da, die haben die Laune, die haben eine gute Freundschaft. Also die gute Freundschaft, die bringt die Jungs ja auch mit. Aber ja, die würden da so elendlos verrecken. Scheiße. Die sind also wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Die sind da so krass, wirklich am, also sagt man am Hasseln? Sagt man das so im Deutschen heute? Im Hasseln? Am Hasseln? So am... Ach komm. Also, was ich sagen will, ist es krass, dass die das aushalten. Die haben halt keine Nahrung, die zu sich nehmen. Das ist viel weniger Energie, die haben, als... Ich wollte sagen, alle anderen, die noch drin sind, aber Romatra und Trimix haben auch gar keine Nahrung, oder bin ich falsch?
Im Struggeln, genau. Ach, so nimmer. Es ist noch nicht fertig, okay? Gerade stehen die Stöcke nur da. Wir haben es festgemacht und dann wartet ab. Sehr geil, sagt er. Ja, weil ich im Gegensatz zu euch noch Fantasie habe. Alright, ich bin Kind geblieben hier oben. Sehen wir uns gleich wieder. So. Boah, sagt ehrlich, war hart. Einfach Material ranholen, entasten, gute Stöcker. Am Ende baust du eh was draus. Sei es einfach ein Konstrukt, um deine Sachen aufzuhängen zum Trocknen oder um was zu halten oder ein Lager oder es geht direkt an den Shelter. Solange man immer Material ranholt, geht der Shelterbau immer weiter. Aber das Material ranholen ist das Nervigste, mit Abstand. Jetzt im Nachhinein bin ich echt, ich sag's oft, aber ein bisschen sad, dass wir nicht irgendwie mehr gebaut haben. Vielleicht Shelter doch ein bisschen übertriebener hätten bauen sollen. Aber uns fehlte die Kraft, Bro. Während wir da waren, hat es einfach übel Sinn gemacht, es nicht zu tun. Sag ich ehrlich. Aber es wäre irgendwie schon cooler gewesen jetzt im Nachhinein. Aber hätte auch keinen Sinn gemacht, wenn wir dann uns komplett gefickt hätten und dann hätten wir so auf Naturensöhne-Basis an Tag 7, dann wären wir rausgegangen. So, weil, wie ich schon mal meinte, wir sind ja jetzt nicht drinne, weil Leute sagen, hey, die bauen die besten Shelter. You know? Also niemand würde ja sagen, hey, Papad und Reese hatten den besten Shelter. Und hätten wir eh nicht geschafft. Also juckt, egal wie sehr wir uns angestrengt haben. Das ist mir scheißegal, was ihr sagt. Ich fand's übergeil. In Real Life war das mega nice. Das sieht aus wie ein riesiger Burrito irgendwie. Ich hab Hunger. ja, also ich glaube, das wird doch... Digga, Dominik. Digga, der Zoom. Ist solid geworden. Er hat so Hunger, ne? Er sieht überhaupt nicht aus wie Burrito. Oh, fuck. Burrito? Was ist das denn? Was? Wer von euch im Chat hätte gedacht, dass an Tag 8 der Bushcraft-Content in Folge 13 von Papa Platte und Rätsmann kommt, hä? Niemand! Hätte gedacht? Oh, das sieht optisch, ich will, dass die links und rechts ist auch noch zu machen. Ja, oh, das sieht schon sehr cool aus, weil ne? Es, oben ist so tot und links und rechts und, vor, und hinten ist dann so grün. Das, ja. Oh, ihr müsst es doch machen, das sieht so geil aus. Bitte. Also ich find's richtig stabil. Und es wird auf jeden Fall, was Wind angeht, einiges bringen. Ja. Das hält sicherlich schon ein bisschen Wind ab. Jawohl, da freue ich mich schon. Wenn die Seiten starten, bin ich gespannt, wie das aussieht. Ich frage mich die ganze Zeit, warum die jetzt wieder gezeigt werden. Oder warum so oft wir, oder warum so oft Knossi oder Papa Platte. Aber es sind ja nur noch die. Das sind ja nur noch 4 Teams. Morgen ist wieder... Boah, das ist auch krass, habe ich voll vergessen. Man sieht nicht mehr so richtig scharf alles, ne? Das ist ein bisschen so, als wäre man Wieland Welte und hätte irgendwie, weiß ich nicht, Brillenstärke 9 oder so. Es ist wirklich, also du siehst gar nichts mehr, Alter. Das ist überkrass. Kickt der Schwindel rein, eben beim Pischern machen, hält sie meine Hand, damit ich nicht umköpfe. So weit sind wir heute schon angekommen. Es ist krass, wie Hannah und ich so eng geworden sind. Also wirklich, das sind ja auch viele Momente, die man nicht vor der Kamera zeigt. Also weiß ich nicht, ich bin jetzt ein Mensch, der super offen redet, aber ich bin jetzt kein Mensch, der sich dabei filmt, wie ich jetzt pinkel und Hannah meine Hand hält. I don't know, weiß ich nicht, habe ich halt nicht gemacht. Aber wir haben uns so krass unterstützt in vielen Situationen, so wie ich sie mit dem Rücken unterstützt habe, hat sie mir jeden Tag zum Beispiel die Haare nicht geflochten, sondern so durchgekämmt mit ihren Händen, wo viele Leute fragen, hä, wie geht das, dass du keine Knoten hast, oder mir die Hand beim Pinkeln gehalten und so. Also das ist schon... Ich so, darf ich einen Tisch bauen? Also morgen gibt es Schnecken und einen Liter... Darf ich einen Tisch bauen? Wie es schon ganz normal ist, dass Affe Hanna um Erlaubnis fragt und Hanna das auch ganz normal so akzeptiert. Also ja, jetzt kein Kommentar, ich rede jetzt mal weiter, aber ja, du weißt schon, was ich damit meine. Super, das Team. Die ergänzen sich einfach perfekt in meinen Augen. Na dann, gute Nacht. Schlaf Nacht. Gut. Schlaf schön. Tschüssi. Hey, machen wir so 16.30 Uhr. Gute Nacht. Schlaf schön. Boah. Richtig, richtig nervig. Nierenschmerzen, so die Leute, die schon mal Nierenschmerzen hatten, das ist echt nicht geil. Ich habe das durchs Motorradfahren super oft, dass die Nieren sich so ein bisschen entzünden. Oder angeschlagen sind oder auch super auf Blasenentzündung habe und die dann so hochzieht. Alter, Nierenschmerzen sind gar nicht geil. Und das da draußen in der Natur, ja, viel Spaß. Ey, hätte ich gar keinen Bock drauf. Trinken, ne? Einfach alles, was geht. Oh, das war so ekelhaft, Leute. Das ist wie, das hatte so ein bisschen was, kennt ihr das, wenn ihr einen Fußball oder einen Tritt voll in die Eier bekommt, dass sich das so die ganzen Seiten hochzieht von unten bis so, das tut ja dann überwiegend so den Seiten weh, ne, so nach oben. So diesen Touch hatte das. Das ist halt im ganzen Körper. Sobald du tief einatmest, dich hinsetzt, bei jedem Schritt oder irgendwas, das hat eklig, richtig, richtig, richtig eklig wehgetan. Ich weiß auch nicht, was das ist. Da hat man ja auch Schiss, ne? Ich drücke einfach den gelben Knopf. Dann
dann hat das Leiden ein Ende. Du dreckiger Mensch. Guten Morgen, Leute. Mir geht's super. Danke, Wieland, fürs Update. Mir geht's super. Ich hab gar keine Probleme. Na, sag mal. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000... Ja, das war jetzt da auch Nüsschen, Fritz? Das war jetzt, glaube ich, so Rumatras Seitenhieb für diese ganzen dummen Kommentare in den ersten Tagen. Finde ich gut. Einfach mal so, mir jetzt super. Ja. Digga, Real Talk. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, so eine Buchstabensuppe mit so in so einer Brühe, so Buchstabennudeln. Bro, die waren immer so salzig, diese Fertigdinger davon. Die ätzen in den Körper alles weg. Der Körper sagt einfach, okay, alles klar, Bro. Junge, hier wird einmal aufgeräumt jetzt. Das ätzt alles weg. Egal, was du für eine Krankheit hast, Bro. Das geht einmal durch den Körper durch, nimmt alles Krankheitmäßiges mit und ballert das raus. Wenn man Erkältung hat, Bro, eine Buchstabensuppe, Bruder, und GG. Wirklich. Fertig, das kann man selber machen? Ja, klar. Hä? Natürlich kann man das selber machen. Einfach Gemüsebrühe und Buchstabennudeln. Bro, was? Und dann die Maggi-Brühe machen. Warum arbeiten die Nieren so und sind so im Arsch? Ist das vom Sumpfwasser? Ist das von der Asche? Ist das von den Chlortabletten? So. Und es ist ja safe, dass meine Nierenschmerzen von diesem scheiß Wasser kamen. Und das Einzige, was die Nieren dann wieder heilen kann, ist Wasser. Aber nicht dieses scheiß Wasser. Das war eine doofe Situation. Das kommt von diesem Wasser. Und das Einzige, was ich trinken kann zur Heilung, ist dieses Wasser. Ich muss irgendwas sagen. Ja, ja, was hast du wieder gesehen? Da. Ich duck mich mal so ein bisschen weg. Aber ist dieses Brett, was da liegt... Nee, warte, dahin muss ich mich weg. Schaukelbrett, oder? Das sieht aus wie von der Schaukel, oder? Ja. Ist ja witzig, Alter. Die hätten sich eine Schaukel bauen können. Nee, die haben einfach hinter den... Die haben einfach Feuer, Feuerbohren geübt. Ja! Oh, wurde einfach nicht gezeigt. Ist nicht wurschtkräftig genug. Oh, das ist krank, Alter. Oh, Mann. Nein, das ist von der Schaukel. Boah! Schön auf Nierenschmerzen Dehne reintrinken. Ich hab's auch gar nicht geschafft, meinen Plan umzusetzen. Einmal hier in der Wildnis zu masturbieren, weil da... Mann, Lila. Fehlt mir echt komplett die Energie. Ja, mir natürlich auch. Ich hab's natürlich nicht gemacht. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil. Ja, mit Steine kochen, Alter! Ich hab noch nie so doll im Wasser gekocht, Alter. Sehr geil. Das ist, wenn das sich nicht heilt, dann... Vom Heilen, wie das klingt. Das muss mich jetzt heilen. Ja, Marco ist gerade schon... Und fühlt sich schon besser. Bruder, er hat einen Schluck genommen. Er hat noch nicht mal runtergeschluckt, Junge Wieland. Bro, Wieland denkt, dass der Körper so funktioniert, wie wenn man in Fortnite so ein Mini-Slurp, dass man so instant das so bekommt dann. Das Maggi, habe ich ja schon gesagt, da sind ja auch mal so Fette drinne. Das war super neblig und feucht und die Salzluft. Die ganzen Fette und Öle und das Gemüse, was da drinne ist, wurde direkt schon, also jetzt spätestens an Tag 8, komplett ranzig. Also richtig, richtig, richtig ranzig verdorben schon einfach. Ich kann die scheiß Bären auch nicht mehr sehen, Alter. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ach, ich liebe ihn, ey. Noch 6 Tage vor uns. Nierenentzündung. Nee, ich kenne das, wenn du so eine Nierenentzündung hast, wenn du zu kalt geworden bist. Das war das nicht. Das war was ganz Ekelhaftes. So ein ganz stechender, dumpfer Schmerz im Ganzen. Die Nieren, was ausgestrahlt hat über alles. Also, aber auch so noch nach unten, Richtung hin zum Harntrakt. Also so der gesamte, von den Nieren... Bis nach unten. Es war richtig beschissen. Hatte ich vorher noch nie gehabt. Ganz ekelhaftes Gefühl. Ja, Mann, ich weiß nicht, Digga. Wieland ist so ein Charakter, Bruder, der muss nicht viel machen. Der muss einfach nur anwesend sein und ich finde das schon ultra witzig einfach. Ich weiß nicht, Wieland ist einfach, eine lustige Aura, die er hat irgendwie. Bruder, er bereitet es dazu, als wenn man so im Steakhouse und der Typ macht dir so gerade das Fleisch klein, Bro. So, ich bin so Nussrettmäßig. Ice Cream Rolls, ja. Immer dieses, was so wie so ein Baklava ist, aber es ist so ein Käsestück. Und dann machen die doch immer so dieses obere, machen die doch immer so ab und dann machen die so ein Eis rein. Kennt ihr das? Digga, das war das gerade. Sehr akkurat. Aber wirklich also akkurat. Also wie akkurat? Was ist denn da los? Raketenwissenschaft halt, ne? Geil. Präzision ist da am Tag. Bauen und brühen und Schauspielen. Ja. Ach, guck mal, die haben hier von ihrer Säge auch das Ding einfach abmontiert und das so mitgenommen. Ich find's richtig geil. Ich sag's, wie es ist. Mein Schachbrett geht voran. Ja. Habe ich hier mit Kohle gemacht. Das ist gut, Digga. Sobald ich Totalausfall habe, hat sich Romatra die Kamera geschnappt. Aufpassen, aber das kann ich nicht mit allen machen. Ja, ich find's krass. Also ich muss sagen, dass ich im Hintergrund alles geil finde. Alleine schon dieses Standbild, ne? Einmal hier dieses Schachbrett.
Dann hier irgendwie in der Feuersituation mit dem Wasserfiltern, mega die heftige Tür. Das Team probiert viel aus und das finde ich sehr, sehr nice. Max macht ein kleines Mittagsschläfchen. Liegt da einfach. Stell dir vor, Max ist da hinten verreckt, während Wieland für 4 Stunden lang nicht bemerkt hat, weil er sein komisches Schachbrett da gemacht hat. Die chillige Schachfiguren machen. Achso, da sieht man ja, mein kleines Mittagsschläfchen, Alter. Ich lag da den ganzen Tag und hab nur richtig schwer geatmet, Digga. Also ich glaube, in der Situation hätten andere abgebrochen, aber es war für mich keine Option da. Ich hab da so gelitten. Ich hab da wirklich, ich bin so 5 Minuten eingeschlafen, wach auf und sehe, keine Zeit ist vergangen. Also da war wirklich komplett Knockout. Ich konnte auch nicht mehr aufstehen. Das war ganz, ganz, eine ganz üble Phase. Max schläft immer noch. Ich sag's nicht, da ist irgendwas faul. Ich will da nochmal double checken. Ist nicht unbedingt besser. So, wir haben jetzt 3 Tage später. Max schläft immer noch komischerweise. Genau, und er hat einen extrem tiefen Schlaf irgendwie. Ja, ich habe in der Zeit das Schachbrett fertig gemacht. Digga! Visorisch, aber ich glaube. Visorisch, Alter, aber ich ist glaub, doch geil! Wenn ja, ich noch voll. Mehr Zeit habe, kann ich anfangen, jede Figur genauer zu machen. Aber sonst finde ich eigentlich Team Rinde gegen Nicht-Team Rinde cool. Ja. Auf dem Minischachbrett. Finde ich sehr, sehr lässig. Vielleicht spielen wir nachher noch eine Runde. Top. Alter! Wie geil! Der hat einfach ein Schachspiel gebaut. Nice. Ganz schnell und improvisiert. Nice. Damit kann man sich doch die Zeit vertreiben auch. Aber der blüht nur auf, weil sein Teammate jetzt mal ein bisschen runterfährt. Ja. Der wird nämlich unterdrückt, verdammt nochmal. Und jetzt blüht er auf. Finde ich geil. Von 1 bis 10, wie stark waren die Schmerzen? Also hätte ich diese Schmerzen zu Hause oder jetzt, würde ich sofort ins Krankenhaus fahren. Aber das heißt dann ja auch sofort abbrechen. Also ich hatte richtig Schiss. Ich hatte halt die ganze Zeit, ich wusste nicht, was es ist. Ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass das irgendwas, dass ich mir da irgendwas den Körper vergifte oder sowas, dass ich davon Langzeitschäden habe. Das weißt du ja nicht. Du kannst ja mit irgendeinem Scheiß die Nieren kaputt machen. Also ich habe keine Langzeitschäden, aber man weiß es in diesem Moment ja nicht, weißt du? Das war ein Geisteskrank. Ich konnte nicht aufstehen. Ich habe schwer geatmet und so. Es geht mal wieder zu unserem Wasserloch. Wir müssen uns dringend hydrieren. Mein Mund ist schon ganz trocken. Wie ist bei dir? Boah. Digga, sieht aus, als hätte ich den Überschwanz, Digga, was ist... Die Hose war ein bisschen zu groß, Leute, Digga, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Die Hose ist ein bisschen zu groß. Bro is packed. Also Kevin... So scheiße gerade. Kevin hängt heute richtig durch. Ja, bei Kevin hängt einiges. Ich kenn's mit dieser langen Unterhose, er ist schon krass. Was ich krass finde, wir wirken echt heftig am Arsch und Bro, wir haben schon für die Kamera so, jetzt nicht uns verstellt oder so, aber wir haben schon halt Energie rausgezogen, ne? Weil man weiß, okay, das ist jetzt die Kamera, so, wir haben schon ein bisschen energetischer geredet, als man in dem Moment machen würde. Was war das? Ich weiß nicht, habe ich gerade einen Voice-Crack gehabt? Keine Ahnung. Also uns ging es da schon echt, glaube ich, mies scheiße, Bruder. Ich hatte das in dem Moment gar nicht so auf dem Schirm, aber wir waren wirklich krass gefickt. Aber wir müssen Alter, diese Hose von Reese auch, ne? Die ist komplett durchlöchert. Das kannst du nicht ausmalen. Ich find's einfach nur geil. Die frisch aus dem Meer holen, deswegen... Also man sieht es ja bei Ihnen nicht hängen. Die Tasche nehme ich mal an hier. Für die SD-Karten müssen sie halt hinbringen. Was heißt müssen? Sie können ja auch sagen, hier holst du bei uns ab, leck mal alle an der Beine. Aber ich glaube, deswegen gehen die halt auch. Ist ja Tag 8. Mhm. Ja, safe. Nein, nee, Tag 9. Das ist ja super anstrengend. Ich frage mich auch bei den beiden, ne, wegen den SD-Karten. Die wurden ja abgeholt an, ich glaube, Tag 4, Tag 9 und Tag 12 oder so. Kann auch sein, dass ich jetzt nicht die richtigen Tage genannt habe. Und sind die denn zum Strand gelaufen, um auch die SD-Karten abzugeben? Weil es ist ja Tag 9. Wisst ihr, wie ich denke? Junge, auf dem Weg, Dominik, dreimal stehen geblieben. Oh mein, Alter, das ist so krass, wie easy das aussieht, als wären wir da so easy hingelaufen. Junge, auf dem Weg, Bro, wir haben alle 10 Meter angehalten. Wirklich, wir haben richtig lange gebraucht für den, weil wir mega gechillt gemacht haben. Und Dominik war 5-mal so, oh, Digga, mir ist überschwarz vor Augen. Finde ich crazy, dass wir es nicht mit reingeschnitten haben, aber vielleicht haben wir es auch nicht gefilmt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber heftig, dass Dominik trotzdem durchzieht, Bro. Muss man auch sagen, für Dominik war das viel anstrengender da, ne? Also für mich, ich glaube, wenn es mal nach mir gegangen wäre, hätten wir auch noch ein Stück mehr machen können. Ich war auch heftig gefickt, aber ich glaube, da bei mir war auf jeden Fall mehr Energie jetzt bei Dominik. Aber Bro, Dominik muss auch easy das Doppelte an Gewicht oder so, ne, Doppelte nicht, aber so ordentlich viel an Gewicht halt auch mit rumschleppen, ne. Der hatte 40 Kilogramm hatte der nochmal auf dem Rücken, Bro. Der hatte nochmal so, weiß ich nicht, was wiegt denn 40 Kilogramm? Ja, so eine halbe Kuh oder so. Nee, die ist, glaube ich, ein bisschen schwerer. Boah, ist das schön. Alter, das wird das ja krass. Ey, das ist wirklich... Ich weiß nicht, was das mit dir machen muss, ne? Wenn du da die ganze Zeit sitzt, mitten im Wald, dann kommst du dahin, so geiles Wetter.
Du hast, das Auge kann frei gucken. Du, es muss so geil sein. Es muss aber auch krass sein, wenn die jetzt wieder 5 Tage in dem Wald gewesen sind und dann sehen sie das Meer wieder. Alter, das Wetter ist ja... Oder mit dem Bart und so, Junge, und auch so unsauber der Bart hier. Ich sehe aus, als würde ich so jeden zweiten Tag einen Kasten Bier alleine vernichten, Alter. Plan ist wie folgt, wir haben hier gerade Flut. Wie oft hast du an Clash of Clans gedacht? Sehr oft, also jetzt war kein Witz, ich mache das immer so als Witz, aber es hat mir wirklich Motivation gegeben, weil ich wusste, alle meine Arbeiter und das Labor ist 14 Tage beschäftigt. Egal, was ich da draußen mache in der Wildnis, egal, ob ich Essen habe oder nicht, egal, ob ich 10 von 10 Nierenschmerzen habe oder nicht, alle 6 Arbeiter liefen und sind beschäftigt. Das ist nicht witzig. Das hat mich wirklich, das hat mir wirklich Motivation gegeben. Kleinen Plan. Schön erstmal die SD-Karten abgegeben. Nee, da sind wir nicht bis vorher zum Meer gelaufen dafür, Bruder. Mm-mm. Die SD-Karten haben wir immer schön, Digga, da sind wir so maximal 100 Meter gelaufen, wenn überhaupt. Haben die da hingehängt, Bruder, und haben einfach gepennt dann. Auf Chillo. Also zweimal, glaube ich, sind die noch so extra zu uns gekommen. Zweimal, glaube ich. Da sind die extra zu uns gekommen noch. Also, die waren eigentlich so, dass die nicht hätten bei uns vorbeikommen müssen. Dann sind die nochmal kurz vorbeigekommen. Meinten so, yo, Red Tide ist übrigens. Ah, nee, dafür sind die, glaube ich, sogar nochmal extra vorbeigekommen. Ja, ich glaube, dafür sind die sogar noch einmal extra vorbeigekommen. Stimmt, das war nicht wegen den SD-Karten. Die sind aber einfach nur so mit. Die hatten auch das alles gefilmt. Ich weiß nicht, ob das noch als Behind the Scenes kommt oder so. Aber die kamen so mit Kamera und meinten so, ist alles gut? Wir so, jo, stopp. Und dann sind die gegangen. Die Leute meinen ja so, dass es so voll low ist und so, dass wir Kontakt hatten zu den Leuten. Real Talk, ich finde, das hat nichts ausgemacht. Also, es war jetzt nicht mega krass boostend oder hilfreich oder. Keine Ahnung. Also, es hat nichts geändert, Bro. Nichts. Überhaupt nichts. Also, es. Für mich jetzt vom Gefühl her. Dadurch, dass wir halt zu zweit dabei waren, you know? Erster Versuch des Tages, 6 Fische. Ja! Ach, Digga, was? 5 Stück! Was? Digga, let's go! Wahnsinn, wie geil. Das Ding von denen funktioniert 1A. Wirklich so schön. Der geht mit so einem Stock, mit dem Netz durchs Wasser und holt 5 Fische? Fish count. Alter! Da haben wir sie alle. What? 1, 2, 3, 4, geil. 5. Alter, what the fuck? Boah, da haben wir sie alle. 1, 2, da haben wir sie alle. Ja, was verarscht ihr mich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Digga, dafür zahlst du im Großhandel 25 Euro. Sind die dumm? Jo, dann nochmal liebe Grüße an Trimax, der von der Orga gesagt bekommen hat, dass die auch keinen Fischbestand hatten. Und es so geplant war, dann nochmal liebe Grüße. Vor allem das und die 2 großen ist jetzt schon mal eine okay Mahlzeit. Ja, also ja. Die Menge, die ist jetzt schon, das ist schon gut. Nice. Das ist schon sehr gut. Bill! Tag 9, 32 Fische. Ja, Leute, ganz komisch, willkommen hoch. Macht ihr das sauer, das zu sehen, dass sie so viele gefangen haben? Es ist schon geil, dass sie Netz mitgenommen haben und was sie da machen. Und ich gönne denen das auch, aber ich weiß echt nicht, ob die bei unserem Spot was gefangen hätten. Das hätte ich gerne gesehen. Also wir hätten bei deren Spot auf jeden Fall unser Angel-Equipment benutzt. Wir hätten kein Netz, aber halt Angeln und Köder und alles Mögliche. Aber ich, also, dass die mit dem Kescher bei uns was einfach so aus Wasser ziehen, wäre ausgeschlossen gewesen auf der offenen Pazifik. Das ist durch. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht in deren Kacktümpel, wo die das Netz immer reinschmeißen. Obwohl, das war nicht schwer, von denen da hinzukommen, ne? Ja, wahrscheinlich hätte ich da auch eine Angel reingeschmissen, aber vielleicht hätten wir nichts gefangen. Ist schon geil, dass die dieses Netz dabei haben. Das ist deutlich stärker als eine Angel. Aber ich weiß nicht, ob wir mit unserem Equipment bei deren Spot erfolgreich gewesen wären oder ob die mit deren Equipment bei unserem Spot erfolgreich gewesen wären. Aber es hat Vor- und Nachteile, dass die Spots so unterschiedlich sind. Wäre auch doof, wenn hier den gleichen hätte, ne? Wenn alle den gleichen hätten wie Romatra und ich und Fritz und Martin. Und Joey, Kelly und Lars. Boah, stell dir mal vor, da hat einfach ein Wolf in deine Hütte gepipit. Bei uns hat es auch, also ich glaube so, welchen Tag haben wir jetzt? Tag 8 oder so? Ja, ich weiß nicht genau, Tag 9 oder so. Hat es unfassbar böse angefangen, nach Pisse zu riechen. Und ich dachte, das war, weil ich da irgendwo hingepisst habe und die Sonne drauf scheint oder so. Jetzt geht's los. Komm jetzt! Komm! Bitte komm nicht. Bitte komm wirklich nicht. Wir sind bald weg. Das ist ein Bolzen doch. Mit der Hand daneben. Ich glaube, so eine Wurst hat Dominik da vorne an den Donnerbalken geschallert, Junge. Ritzmann, warst du das? Alter, was? Das ist schon eine Menge. Wo? War das der Oschi von Reese? Die können fischen, aber das ist halt die Downside. Ja, das stimmt, ne? Dadurch, dass halt da mehr Fische sind, ist halt auch mehr Tiere da bei denen. Was machen wir heute? Also irgendwie schockt einfach, weil jetzt werden Haare festgemacht, jetzt wird's ernst, holy heute shit. Ist
Willst du mich verarschen, Alter? Alter, richtig. Guck dir mal das Netz an. Das ist ja noch, das ist ja nicht mal ansatzweise vergammelt. Und das sieht aus wie so ein alter Generator oder wie hier so bei so alten Ölförderpumpen. Dieses was? Rad. Achso, nee, das ist eine Kanone, hab ich doch gesagt. Es ist ja noch im ersten Moment, also das ist scary, jetzt nicht unbedingt. Du siehst Häuser und die sehen schon direkt, wir sehen es ja gleich, aus wie die letzten Ruinen. Du weißt halt, da ist kein Leben und so, ne? Und auch hier, da, also was soll da abgehen? Deswegen sind wir halt auch weiter reingegangen. Die gehen da komplett hin. Wir haben auch so ein verlassenes Dorf Lost Place gefunden. Das hieß, wir haben nur eine Aufenthaltsgenehmigung auf der Insel und eine Drehgenehmigung für das, was wir machen. Das gehört den Inuit dort. Die, und ja, also wir sind auch an sowas vorbeigelaufen. Wir haben es nicht gefilmt, wir haben es nicht thematisiert. Man hat jetzt auf der Karte gesehen, dass ein Tagesmarsch entfernt das war. Das letzte Mal, wo wir umgedreht sind, war auch sowas. Aber die gehen ja einfach straight drauf zu. Aber wir haben auch jeder Briefing einzeln bekommen. Vielleicht wurde uns das gesagt und nicht allen. Alter, der ist einfach ein alter Briefing. Affe sieht aus wie Captain Jack Sparrow. Stimmt. Was? Hattest du das Hotel, oder? Ach ja. Oh, crazy. Da war immer das Catering, da sind wir immer essen gegangen. Übrigens. Boah, ich habe so viele Insider, das wird jetzt die Szene, auf die ich gewartet habe. Die ist nämlich richtig, also wurde ganz, ganz viel nicht mit reingeschnitten. Ja, alter Schwede, oh. Also halt doch mal dein Maul. Geht's ja gar nicht, da wird ja direkt umgezogen. Boah. Alles andere hat ja gar keinen Sinn. Aber guck mal, wie dieser einer... Ja gut, der ist schon ein bisschen... ein bisschen vor allem. Der ist ja schon richtig krachen gegangen hier links, Alter. Digga, die raiden einfach eine gegnerische Rustbase. Junge, what the fuck? Also ich wusste, die haben schon erzählt, dass sie sowas gefunden haben. Ich wusste das, aber what the fuck? Alter, holy shit. Boah, ich finde das ein bisschen gruselig. Stellt euch vor, sowas bei Nacht. Boah, ein Stuhl. Digga, da ist ja alle. Guckt ihr das mal an. Hier im Vordergrund. Nägel, Stoff, Bretter. Alles da. Und das sehen die jetzt an Tag 9, Andi. Ja gut, wer nicht scout geht, entdeckt nichts. Krass! Alter. Da sieht man mal, scouten lohnt sich, egal wie viel Kalorien das kostet. Man muss scouten. Crazy! Das ist wieder was fürs Auge. Es ist krass, so nach 9 Tagen, das ist alles so normal geworden. Und das ist ein richtig mentaler Hyper. Was ist das für eine Dosen? Wir haben ja alles hier. Boah, ich würde da eskalieren. Junge, was? Das wurde noch nicht gelootet, Mann. Das ist noch alles drin. Das ist eine Villa, ey. Alter, lootet alles. Das ist einfach nur geil. Und krass, auch wie, also das ist ja irgendwie so eine Art Pappe. Ich denke mir, ist das nicht bei dem Regen und so, der da auch mal fällt? Das müsste doch alles schon so viel verranster sein. Wir können ja entweder jetzt, also ist marode, okay, aber da kannst du trotzdem die Bretter, also du kannst dir eine Hütte jetzt bauen. Das ist schon oder crazy. Eine restaurieren, wenn die noch nicht so ganz, das ist ja krank. Ja. Das ist ja im echten Survival-Notfall, sag ich mal, richtig doll geil. Wie, also wärst du bei denen am Spot ausgesetzt worden. Ja. So. Und hättest dann, das hätten wir an Tag 1 oder 2, ja. An Tag 2 bis 3, hätten wir das entdeckt. Ja. Wärst du da hingegangen? Safe. Also ich wäre safe hingegangen. Also ich wäre auch safe hingegangen. Ich hätte aber kurz überlegt, weil jetzt für die Zuschauer bestimmt, die hätten bestimmt rumgeheult, glaube ich. Weil, aber das ist ja, es ist halt Survival. Ja? Es wäre halt blöd zum Zeigen. Also es wäre cool für einen selber, ja. Aber dann brauchst du natürlich kein Shelter bauen erstmal. Da musst du, weißt du, da fallen viele Sachen weg. Ja. Aber wäre mir eigentlich fast egal dann. Weil das ist ja nun mal, wenn du was findest, musst du es benutzen. Genau. Ich würde jetzt auch den Platz tauschen. Du musst den tauschen. Ja, das ist ja viel zu krass auch. Ja. Digga, die machen genau das, was uns gesagt wurde, was wir nicht machen sollen. Aber ist geil, es zu sehen. Ich glaube, wenn die Naturensöhne noch 2 Tage länger drin gewesen wären, hätten die das hier gebaut. Alter, und ich wette, Joey hat das hier gebaut. Ja, okay, aber deren ist noch krasser verlassener. Ich glaube, bei uns wäre man in die Häuser nicht reingekommen. Ich glaube, unsere Häuser waren noch so vor 8 oder 10 Jahren in Betrieb und die waren abgeschlossen so und sowas. Wir gucken mal weiter. Also ich habe noch einiges zu erzählen zu den Häusern, weil ich weiß, dass eine große Szene rausgeschnitten worden ist, was auch völlig fein ist, aber die ich persönlich halt so im Nachhinein jetzt eigentlich echt gruselig fand. Alter, hat sich hier jemand umge... Okay, okay. Genau, und das ist jetzt das Ding hier in der Küche oder was es ist, da wird sich ja keiner umgebracht haben, ne? Thema Strick geht's aber nachher noch richtig rein. Okay, das ist wirklich ein bisschen jetzt creepy, dass das so ein Strick hängt. Für Notfall. Für Notfall. Schlaf auf hier. Also der Strick, was, sich what the Arsch fuck? Sobald wir Häuser gesehen haben, sind wir umgedreht. Die raiden das komplett. So, mit einem fettes Loch, wenn du da reinbrichst, tust du dir richtig hart. Okay.
Okay, direkt akzeptiert, wenn Mama das sagt, und sie geht ganz vorsichtig und weiß nicht ganz genau, was soll ich jetzt machen? Darf ich jetzt weitergehen oder nur langsam? Oder? Ich bin Partner für ihre Ansprüche. Bro. Sie und ihr ganz persönliches Anliegen. Placement. Jetzt kommt gleich Fritz. Hey, kennt ihr schon eine Deutsche Bank? Am Wind. Für ihre Ansprüche. Deutsche Bank! Sie und ihr ganz persönliches Anliegen. Konto kostenlos eröffnen bei der Deutschen Bank mit Code 7 vs. Wild. Da steht einfach so ein Flyer da drin. Oh, wie random. Das ist sogar deutsch. Das, da ist ich bin so Feuer gespannt, heute. So gespannt auf die Behind-the-Scenes-Folgen. Hoffentlich gibt es da Infos, wer da gelebt hat. Wieso? Wann ist Einheimische? Warum ist dann aber alles auf Deutsch? Was haben die da gearbeitet? Haben die da gewohnt? Was ist da los? Digga, also ich würde da vieles mitnehmen, aber ich würde nicht die Schuhe mitnehmen. Junge. Ja, das wurde Hals über Kopf verlassen. Ja, das wurde komplett verlassen, mit allem, alles zurückgeblieben. Also ich glaube, hätten wir so krass verlassene Häuser gefunden, wären wir da auch reingegangen. Bei uns waren ja noch Scheiben und Fenster drin. Alles war so ein bisschen, Farbe blättert ab und so, aber die Türen waren abgeschlossen, es waren noch Fenster. Das waren einfach 10 Jahre lang verlassene Häuser, die aber noch so dagelassen wurden, dass man die wieder in Betrieb nehmen könnte. Das ist hier ja alles komplett im Arsch. Da wird jetzt ja nicht morgen irgendwie einer wiederkommen und dann da wohnen. Die Zeitschrift ist von 1994. Ja, okay, dann kannst du das so wegraiden, das Ding. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich drauf eingehe. Und zwar sieht man hier das dritte Haus, was in der Folge nicht mehr gezeigt wird. Was auch völlig fein ist. Wir werden da ordentlich gezeigt in der Folge. Also ich finde es super geschnitten, gar keine Kritik. Ist sicherlich auch besser. In dem Haus war eine riesige Fläche. Also es war alles super frei. Und dann war hinten in der Ecke so eine kleine, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, frag gerne Hannah auch nochmal, war so eine kleine Erhöhung. Und darauf war ein Strick, den wir eben gesehen haben in der Küche. Könnt ihr euch erinnern, wo ich eben angehalten habe? Und gesagt habe, ja, da wird sich ja keiner umgebracht haben. Aber hier in dem Häuschen ist so eine Freifläche und in der Ecke so eine kleine Erhöhung mit diesem Strick. Und wir sind da reingegangen, wir haben es auch gefilmt. Ich kann mir vorstellen, dass es in den späteren Uncut-Folgen oder sowas kommen wird. Aber das ist krass, was halt für mich jetzt persönlich so ein Ding ist, wo ich denke, was war da los früher? Ist es wirklich so gewesen, dass sich dort Leute umgebracht haben, dass das so eine Art Sekte war, wenn sich jemand da nicht irgendwie und sind da Leute jetzt irgendwie verbuddelt, vergraben, sind da Knochen, also es sind nur Gedanken, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es genauso war, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Später haben mir Leute geschrieben, die wohl informierter waren, dass dort eine Sekte gelebt haben, genauso gab es auch Leute, die gesagt haben, dass dort Leute waren irgendwie mit Kanus und die Kanus da aufgehängt haben, was aber keinen Sinn macht, weil da nur ein Strick ist. Und auch nicht, also das ist nicht irgendwie um Kanu oder so zu befestigen, sondern mit so einer Erhöhung. Da haben sich Zelt, das war so ein. Keine Ahnung. Ich finde das enorm gruselig und deswegen auch an der Stelle nochmal, um das zu erklären. Es gibt viele Leute, die sagen: Boah, ihr hattet einen Vorteil, ihr hattet die Hütten und so. Ich sag euch ehrlich, klar, war es irgendwie einen Vorteil mental, weil es ist was passiert, es war spannend, man konnte sich die Bücher mitnehmen, die man später lesen konnte und so, gar kein Ding. Aber es hat auch psychisch in dem Moment was mit dir gemacht, wenn du darüber nachdenkst, du bist gerade irgendwie 100 Meter oder so von diesen Hütten entfernt, pennst halt nicht bei den Hütten, aber irgendwo daneben und fragst dich so, hey, liegen da jetzt tote Menschen? Haben sich da Leute drin umgebracht? Auf der anderen Seite waren da so viele Gummistiefel und so, die vorne lagen. Es war einfach eine ganz, 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 ganz komische Stimmung, die ich nicht beschreiben kann. Und ich will halt auch nicht sagen, da haben die Leute sich umgebracht, aber was war sonst da los? Also was war sonst da los, wenn da auf so einer Erhöhung, und ich kann mir sehr gut vorstellen, weiß ich nicht, dass die Cutter sich das vielleicht auch gedacht haben, so als sie die Aufnahmen gesehen haben, so krank, WTF, das lassen wir, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man sowas dann lieber rauslässt oder ob es einfach rausgesucht wird, okay, was ist das Spannendste? Vielleicht war das jetzt gerade für viele Leute spannender, was gezeigt worden ist. Aber für mich war dieses Haus das präsenteste Haus, wo ich wirklich viel mit meinen Gedanken gehapert habe und mich bis heute wirklich frage, sind da die Leute gestorben? Mystisches. Ja, gruselig, ultra, hundertprozentig. Ich hätte es, ja, 100%. Ich würde da drin jetzt nicht wohnen wollen. Digga, 100%. Ich finde, das klingt nicht dumm. Alter, sehe ich genauso. What the fuck, ultra gruselig. Guck mal, am Tag, übelst interessant, gucken, was drin ist. Digga, in der Nacht spawnt eine Hexe drin oder so, wer weiß, Junge. Retalk, da würde ich auf einmal an Geister glauben. Hier nicht, Bruder. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Geist wäre, wohne ich doch nicht in Köln. Also,
Real Talk. Denkt ihr, diese komische The Shining, wie heißt die, diese, die aus dem Bildschirm rausklettert, Digga, die kommt doch nicht nach Köln. Bruder, die kann zu jedem auf der ganzen Welt klettern. Bruder, die klettert irgendwo nach New York oder so. Irgendwie ein geiles Zimmer. Digga, die klettert doch nicht nach Altstadt Köln oder so, Bro. Und dann irgendwie, ach, der, bei Gott nicht. Also nicht, Kölner Dom, Junge. Die ist es jetzt so eine richtig doofe Frage. Weil wenn die das gemacht hätten, ja, und an Tag 2, Tag 3 darüber gegangen wären, ja, und dann am Ende die 14 Tage eventuell schaffen, dann wäre safe gekommen, ja, hab dann nur geschafft, weil so und so, weil er das und das hatte und hast nicht gesehen. Das ist ja, aber es ist ja, also. Aber es ist ja nun mal da, es so. Es ist nun mal da, es ist nun mal Survival. Wenn du was findest, benutzt es. Hätte ja gar keinen Sinn, es nicht zu benutzen, so. Ja, völlig. Das ist Survival, Leute. Geisteralbträume, es ist geil, ich fühl's aber. Wäre ich jetzt alleine gewesen, kann schon gut sein, dass ich eingezogen wäre, aber trotzdem, wie gesagt, man hat immer diesen komischen Hintergedanken mit, was ist das? Also bis heute, vielleicht haben die da Kanus aufgehängt, I don't know. Aber den Gedankengang, den du halt in diesem Moment dort hast und den Vibe, den du dort bekommst, ist ein ganz komischer, irgendwie ganz komisches Gefühl, wenn du da bist. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem hingegangen, einfach weil du dort viele Sachen hast, aber mein Gott, wären wir da geblieben, hätten die Leute auch wieder nur darüber irgendwie sich aufgeregt und gesagt, ja, jetzt haben die ein Dach über dem Kopf, das ist unfair wegen den anderen und so. Und auch so war es einfach perfekt, weil Hannah hat sich damit unwohl gefühlt. Und wenn sie sich damit unwohl fühlt, dann fühle ich mich damit auch unwohl. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen, womit wir uns beide nicht wohlfühlen. So. Haben wir schon geplant, dort zu leben? Ja, da jetzt eingezogen wäre ich auch nicht, aber so wichtigste Sachen mitgenommen. Oder irgendwas, damit wir unser scheiß Wasser kochen können. Ja, aber ich auch. Oh, ich würde so geil finden, wenn wir... Affe wäre motiviert, ja, hier zu pennen. Wir haben jetzt alle Häuser abgeklappert. Boah, ich glaube, man kann die essen, ja. Ich habe auch mal gehört, es glaube ich gibt auch in Deutschland so Baumpilze, die man essen kann, Bro, aber das... Sieht mir mal ein bisschen sassy aus. Ich steck den heimlich ein. So, fertig gekauft. Ich steck den heimlich ein. Weil die Chefin sagt, brauchen wir nicht. So, fertig. Junge, what the fuck, Alter. Die waren einfach Edeka Supermarkt. Die kommen nicht drüber weg. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Ja. Also das an Tag 2, absoluter Jackpot. Hättest dich ja nur noch auf Nahrungsbeschaffung konzentrieren können. Aber auch jetzt, also hätten sie es nicht gefunden, hätten wir einfach wenig Content gesehen. Jetzt haben wir das gesehen. Das ist echt, das wertet das schon gut auf jetzt nochmal. Ja. Das ist doch gescriptet! Nein, aber Alter, ist das geil. Das war so, wenn ich an Seven vs. Wild zurückdenken muss, denke ich an solche Szenen. Ja, Kevin hat auch ADS, ne? Hey, what the fuck? Der muss halt dann noch rumlaufen, dann läuft der ein bisschen rum, sucht irgendwas. Ey, ich finde nicht, dass ich ADS habe, okay? Ich fand es einfach nur mega spannend, 4 Stunden ein Seil so oft zu verknoten, wie es geht und dann wieder loszumachen und dann wieder von neu anzufangen. Und dann habe ich die Knoten noch enger gesetzt als davor und dann habe ich sie wieder aufbekommen. Am Ende hatte ich die Thread, ich habe ohne Messer gemacht, nur mit Fingernägel. Bruder, ich bin der Goat in einfach Knoten jetzt aufmachen. Ihr versteht's nicht. Wenn ihr mal einen Knoten habt und ihr kriegt den nicht auf, Freunde, meldet euch, ich mache euch den auf. Digga, ich bin insane. Wie wäre das jetzt, wenn du da einen Partner an der Seite hast, der sagt, jetzt mach doch mal, das ist hier Teamwork. Nee, für mich ist auch Teamwork, wenn einem das nicht gut geht und er dem anderen sagen kann, mir geht's nicht gut und der andere dann für sich auch mal den Kram alleine machen kann, so, und für den anderen vielleicht sucht, okay, vielleicht findet der Krabben, vielleicht findet der Nahrung, vielleicht führt das dazu, dass es dem Partner wieder besser geht. So, das ist für mich Teamwork, dass man auch dem anderen so ein bisschen Freiraum gibt. Weißt du, wie ich meine? Und nicht immer dieses, wir müssen alles zusammen machen und ich habe was gemacht, jetzt musst du auch machen. Aber dieser Weg durch den Wald, das hat mich so gefickt. Das spiegelt das ganz gut wider. So beim Sitzen und Liegen ist eigentlich alles gut, dann stehst du auf und denkst dir, what the fuck? Ach, ja. Scheiße, Mann. Das Ding ist, wenn man da ist, Bro, man ist ehrgeizig, du willst nichts riskieren. Auch selbst wenn es 80-20 ist, dann gehst du nicht die 20% riskant, also die 20% Risiko ein. Aber wenn die frisch gewesen wären, hätte ich die gegessen. Also ich wusste, dass wir die an sich essen können. Das kannst du auch jetzt nicht vergleichen mit Knossi, Sascha oder uns, die da Fische und Krebse und alles haben. Das kannst du nicht vergleichen. Die haben wirklich deutlich mehr Energie dadurch. Reese ist da schon eben, weil er konnte da gar nicht mehr rumlaufen, hat er nur am Strand gechillt, muss jetzt wieder durch den Wald da durch, das ist schon halb dunkel. Also wirklich riesen Respekt an die Jungs. Ich finde das eine krasse Leistung. Das hätte halt übertrieben heftig zum Abbruch kommen können, zum Ohnmächtigwerden, durch den Wald wieder kraxeln, den Berg hoch und runter und alles. Das ist jetzt einfach geschnitten und sie sind wieder da. Digga, das ist krank. Ich finde, das ist jetzt das erste Mal richtig krank vom Team. Rätsmann, Kreislaufprobleme, fällt fast um, ist komplett im Arsch.
wirklich, du guckst dir in die Augen, da ist ja, hier ist ja kurz vor Abbruch, lass Digga. Lass einen Support in den Kommentaren da. Das ist ja, what the fuck? Und die sagen jetzt, sie machen nochmal so lange ohne Essen. Das ist crazy. Lass euren Support in den Kommentaren da. Ich geh's schlafen. oh Gott, ja, ist der auch durch, ey. Echt krass. So, die Jungs, super. Ich hab jetzt den ganzen Tag durchgehalten, jetzt ist mir das egal. Boah, ich stell mir Nieren Schmerzen wirklich unfassbar unschädlich vor. Man muss sagen, auch wenn ihr nicht so viel Content wie Max und Romatra habt, also in Anführungsstrichen Content, finde ich trotzdem mega stark, dass ihr bis jetzt so durchgezogen habt. Ja, ey, es ist auch immer, man darf wirklich auch nicht vergessen, wie viel da die unterschiedlichen Spots auch ausmachen. Ne? Das ist, wir hatten halt was anderes, als die hatten. Und die haben eine andere Herangehensweise, als wir haben. Und das ist auch geil. Also ich bin nicht irgendwie jetzt mad darüber, dass wir das jetzt so gemacht haben, wie wir es gemacht haben oder so. Das ist alles cool. So, jedes Team hatte da irgendwie seine andere Herangehensweise, genau. In welcher Situation nimmt man Ibuprofen in der Wildnis? Sehr unwahrscheinlich. Entweder verletzt du dich so doll, dass du im Arsch bist und raus. Und Romatra hat Ibus nur mitgenommen, weil er wirklich, wirklich bei jeder Kleinigkeit sich von Tabletten ernährt. Beim Boxen haben alle Gelenke wehgetan. Die Füße, die Hände vom Boxen, alle Gelenke haben gescheuert. Die Schläge haben wehgetan. Romatra hat Ibuprofen gefrühstückt. Kaffee und Ibo war Frühstück bei der gesamten Boxvorbereitung. Der ist einfach, der braucht die. Der ist so, oh, ich fühle mich irgendwie gerade nicht so, egal, ich nehme die Ibo. Der wollte um Biegen und Brechen die Ibos mitnehmen. Jetzt haben wir sie dabei. Ist jetzt für mich gut. Kein Wunder, dass er immer so laute macht. Ja, das stimmt. Nee, das ist gar nicht, das ist sehr ungesund, Schmerzmittel langzeitlich zu nehmen. Das stimmt. Nachdem diese Person mich so ausgelacht hat, wie Ibos mitnehmen. Ja, himself. Stell dir vor, du hast Nierenschmerzen und musst dir die Scheiße von Wieland da gerade reinziehen. Alter, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. So, keine Ahnung, was die anderen Teams heute gemacht haben. Boah, das sieht aus wie so ein Dream Date bei so, weiß nicht, Temptation Island oder so, Bachelorette oder so. Was, Alter, wie er da liegt, Junge. Heilige Flitterwochen, Bruder. Ich bin aber eigentlich auch so wie Trimax. So Schmerztabletten und so, boah, fühle ich eigentlich gar nicht. Also ich hätte es jetzt auch bei Seven vs. Wild sicherlich mitgenommen und hab's auch mitgenommen, weil, oder haben wir es mitgenommen? Ich bin mir unsicher, I don't know. Kann natürlich ein Vorteil sein, wenn es dir richtig dreckig geht, kannst du mal eine Schmerztablette nehmen. Aber ich hatte es damals mit meiner Krankheit und so, dass wenn du deine Schmerzen nicht spürst und dir die Schmerzmittel da reinschallerst, um irgendwie klarzukommen, dein Körper signalisiert dir, es geht nicht mehr. Da muss ja irgendwie gearbeitet werden und geguckt werden, okay, wie kriegen wir das wieder hin, dass der Körper funktioniert ohne Schmerzen. Und ich habe echt, echt Angst, heute Schmerztabletten zu nehmen, weil für mich, ich will diesen Schmerz spüren, um einzuschätzen, wie schlimm der ist, weil damals ich meinen Schmerz nicht mehr spüren konnte. Oder ich habe es natürlich trotzdem gespürt, aber anders wahrgenommen habe, weil ich so viele Schmerztabletten reingeschaffelt habe und das ist... Ich bin gar kein Fan davon. Also seitdem, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich habe keine einzige Schmerztablette mehr in den letzten 4 Jahren genommen. Tod, hier, hier, hier. Überall. Ich kann in keine Position gehen. Ist das dann, dass Romatra gewonnen hat? Oder ist das dann ein... Weil ich darf ja nicht in meinen Tod gehen. Und ich darf auch nicht stehen bleiben. Ist Romatra hat gewonnen? Nee, ist Pat. Einige sagen, ist unentschieden. Das hatte ich doch mal mit Adi, wo hier noch The Big Greek, krassester Schachspieler Deutschlands, also gefühlt so vom Content her, hat das war auch eine Situation, wenn man sich nicht bewegen kann, das was ist es? Ist es jetzt unentschieden? Remy, wenn er den König nicht bedroht, ist das hier ein Turm? Dann bedroht er den König ja. Ah, okay. Ist Schachmatt dann einfach, er hat gewonnen. Okay, er greift ihn aktiv an. Okay, geil, hat er gewonnen. Weil ich ihn, und damit hat er verloren, das ist ein Schachmatt. Sehr gute Partie. Gut gespielt. Bin da echt lange gespielt, die ging mir schon zu 25 Minuten. Ich sitze da, soll ich mit scheißen Nierenschmerzen. Und zwar bin ich mit meiner Freundin schon 8,5 Jahre zusammen. Eine sehr, sehr glückliche Beziehung. Boss. Und ich werde jetzt Schluss machen, um mit Romatra zusammenzuziehen. Ich bin jetzt halt in einem Männer-WG. 29 geworden, sie ist 25, wird 26. Antrag zu machen. Aww. Ja. That's sweet. Dann habe ich noch den Holzring geschnitzt. Die Tasse hat als Übung gezählt. Habe ich den Ring mal gezeigt? Ah, nee, der ist gerade nicht im Büro. Aber ihr habt ihn ja gesehen auf Instagram und so, ne? Ja, sie hat ja gesagt. Und Hochzeit ist jetzt 2025 im Mai. Da sind wir dann genau 10 Jahre zusammen. Ja. Hat mich sehr gefreut. War cool. In meinem Kopf ist Max nicht so jemand gewesen, der heiratet. Ich weiß nicht warum.
Ich war so voll so, what the fuck, Alter, das war so, also jetzt macht es irgendwie Sinn, aber davor hätte ich, glaube ich, eher so gesagt, ja, weiß nicht, dauert safe noch, also vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht jetzt. Ja, ja, die Steuer mitnehmen. Ja, sehr gut. So, die passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Beide. Lieben langen restlichen wirklich. Tag einfach in der Sonne und haben echt genossen, ey. So gut eingefädelt, wow. Das war nicht eingefädelt, das war wirklich da, dachte ich, ey, ich will nicht mehr warten. Ich mache einen Antrag sofort. Deswegen, ich konnte auch keinen Ring oder irgendwas organisieren. Deswegen habe ich mir da so eine kleine Kiefer genommen, die gefällt, Rinde abgezogen und den Ring draus geschnitzt, der dann unfassbar perfekt gepasst hat, weil ich genau weiß, wenn ich Sinas Ringe versuche umzumachen, ist hier so bei meinem Ringfinger Schluss. Die Dicke ist es ungefähr. Und auf die Dicke habe ich geschnitten und er hat wirklich perfekte, genaue Ringgröße gehabt. Das war geil. Das war sehr cool. Also wirklich, das finde ich räudig. Da würde ich dem Ganzen nicht trauen, Junge. Da schön den Fußpilz abholen. Ich meine, klar, du hast Socken an, aber weiß nicht, Digga. Muss nicht. Vielleicht sind ihre eigenen Schuhe auch so räudig gerade schon. Was? Digga, was hab ich alles mitgenommen? Denn oder so eklig? Hanna, so eklig. Ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen widerlich, aber eigentlich fand's geil. Meine Schuhe, und er hat so gerade, er kam gerade so aus dem Obi, hat sich so einen neuen Werkzeugkoffer geholt, wollte es gerade einsortieren, weg alles. So, aber ho. Gut, der Tag war scheiße, aber jetzt erstmal ins Bett mein Buch lesen. Wo ist Schnapp Shorty jetzt denn auf einmal? What the fuck? Bin ich gerade lost? Hat man irgendwann meinen Fischerspeer gesehen? Nein, Digga, ich kotz. Wenn das nicht alles im Uncut kommt, raste ich aus, ne? Digga, ich schnitz da nur für den Content 7 Stunden so einen scheiß Speer, obwohl gar nichts mehr geht und dann sieht man den noch nicht mal. Digga, ist das krass. Aber ich nehm's als Kompliment. Wir haben sehr viel Sendezeit. Wir haben zu viel gemacht, dass sie nicht alles zeigen konnten. Ich habe einen richtig geilen Fischerspeer geschnitzt. Nicht gut genug geschnitzt, der war krass. Wie wir sein können, dass es uns noch so... Den Ring hat man auch nicht gesehen, den Ring habe ich nicht gefilmt. Das war privat, das wollte ich nicht filmen. Das Buch oder das Sitzen hier? Die da auf dem Stuhl, lesen Buch. Ganz cool. Alter, Leute, wir haben gerade wieder einen Wolf gesichtet. Nee, der ist doch da vorne. Oh, ist der weg schon jetzt? Ah nee, da hinten ist er. Warte, ich lauf mal kurz hin. Soll ich die Kamera mitnehmen? Ich lauf mal kurz hin. Boah, ist das schön. Da ist er. Krass. Was für eine Folge. Wir legen uns jetzt... Sascha, hier liegt einfach Hundescheiße. Da, wo wir pissen. Das war doch eine Nacktschnecke. Unter anderem jetzt auch, geht ja. Der Psychoterror los. Da lag da Scheiße? Das ist eine Nacktschnecke. Ey, Sascha, hier liegt die Hundewurst. Das gibt's nicht. Hä? Oh, what the fuck? Hä? Mich fast aufs Maul noch gehauen. Jetzt trau mir nicht mal her zu pissen. Fuck. Jetzt trau mir nicht mal zu pissen, Alter. Da, wo wir pissen, liegt eine Wurst. Wir haben es nicht mitbekommen. Und wir haben es nicht mitbekommen. Ich bin gerade noch gegangen. Ja. Vor 2 Stunden. Jetzt liegt da was. Ja. Komm bitte, guck's dir an. Hä? Nicht, dass du denkst, ich bin bekloppt. Nein, oder? Ey, Sascha, hier liegt die Hundewurst. Das gibt's nicht. Oh, what the fuck? What the fuck? Ich glaub nicht. Ich fast aufs Maul noch gehauen. Jetzt trau mir nicht mal her zu pissen. Das wär's noch. Das wär's jetzt. Hä? Bin ich dumm? Das ist doch eine Schnecke, oder nicht? Da, wo wir pissen. Oder, also meinte dieses grüne Ding da? Meinte das? Das ist doch keine Kacke, oder nicht? Das ist doch eine Schnecke, oder nicht? Alter, ich liebe Knossi. Hä? Als ob du dir Knossi das anguckst und denkst, das ist eine Kacke. Ey, so eine kleine Leuchte und dann im dunklen Wald, immer richtig creepy. Das so eine gibt's nicht. 5 Meter vom Shelter. Achso, doch, das untere, sag ich doch. Das untere ist doch nur ein bisschen zertretene Rinde. Aber die meinen doch jetzt nicht die Schnecke, oder was? Ich denke, die meinen die Schnecke. Man sieht doch aber, dass es eine Schnecke ist. Ja gut, 10 Tage ohne richtiges Essen, ne? Das ist halt wirklich heftig, wieso, Freunde? Weil ich war so im Shelter und plötzlich weckt mich Knossi nachts auf und sagt, ey, Sascha, wir haben immer genau einen Ort. Es sind nur ein paar Schritte rechts da von unserem Shelter, wo wir immer hingemacht haben. Das haben wir gesagt, da ist einfach unser... Platz, wo wir pissen gehen, easy going. Und geht Knossi hin, plötzlich sagt er, Sasch, da ist ein Riesenhaufen. Genau da, aber genau da. Das gibt's nicht. 5 Meter vom Shelter.
Ich feier die beiden so krass, ne? Holy shit, Alter. Sascha auch, ja? Hä? Aber das hört sich jetzt auch nicht so an, als ob das irgendwie gestellt ist. Ich glaube, das ist einfach so. Na gut, okay. Verrückt. Das ist ja nicht der Safe nicht mit reingeschnitten worden. Ich meine, er hat ja sogar das Bärenspray in der Hand gehabt eben. Na gut. Ist ja geil. Von den Schnecken hatten wir zuhauf welche in unserem Wald. Ja. Die waren halt Schneckenspray. Na, schauen wir mal. Ich dachte ehrlicherweise, die Folgen wären langweiliger jetzt so. Zum Ende hin. Ja, also die Folgen waren dadurch das war eine richtig gut, gute Folge. Ja. Sehr, sehr nice. Geil, Alter. Geile Folge. Hey, ich freue mich wahnsinnig auf die ganzen Uncut-Szenen. Ja, muss sagen, eine grandiose Folge. Also wirklich grandios. Es ist so viel passiert in der Folge. Und bin auch mächtig stolz auf alle Teilnehmer, die jetzt auch damit am Start sind. Aber natürlich auch auf die anderen. Aber die Folge, wie jeder beißt und kämpft und durchzieht und macht und tut. Und die einen fangen Fische, die einen gehen wandern, die einen gehen erkunden, die einen bauen Schachbrett und Tasse. Super, 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 super.